Ja, es war eine riesige logistische Herausforderung bei so vielen Locations. Wir hatten ja irgendwie 100 verschiedene Locations und das war nur zu bewältigen, indem wir ganz klare Prioritäten gesetzt haben. Wir hatten Motive, die so eine A-Priorität hatten, das heißt, da musste alles sitzen, da musste irgendwie das Kameraequipment in voller Größe da sein und das Team in voller Größe. Und so wurde das dann immer abgestuft. Die letzte Größe war wirklich nur noch der Kameramann und die Darsteller und ich mit einer kleinen Kamera durch die Stadt laufenderweise zum Beispiel so. Also am Ende gibt es so einen Film im Film, den die Protagonistin eben selber macht. Und der sollte eben auch so selbstgemacht wirken. Und deshalb war es auch okay, dass wir mit einer kleinen Kamera das machen. So. Also da hat es dann gepasst. Und so haben wir versucht, eben die Geschichte anzupassen an die Arbeitsweise. Es geht um eine junge Frau, die sich auf die Suche macht, die Magie in ihrem Leben wiederzufinden, um eine Schuld quasi, die sie in sich trägt, ungeschehen zu machen. Einmal ist es die Geschichte einer Stadt, nämlich der Stadt Berlins, in verschiedenen Facetten. Wir fangen an, 800 Jahre Gründung Berlins und gehen durch eine komplette Zeitgeschichte in verschiedenen Arten. Es geht um die Stadt Berlin, um eine Liebesgeschichte in der Stadt und eine Liebeserklärung an die Stadt. Es geht aber auch um die Geschichte einer Frau, die Vergangenes nicht loslassen kann und versucht, letztendlich ein Trauma zu bewältigen, das sie aus ihrer Kindheit mit sich schleppt. Und das Ganze wird aber sehr spielerisch umgesetzt. Your voice, a part of me, kept me feel secure. No one will ever know the loneliness I feel. Die Idee ist nicht nur eine Idee. Also so dieser Film besteht aus hoffentlich sehr, sehr, sehr vielen Ideen und es sind wirklich auch verschiedene Stränge und Ansatzpunkte, wie dieser Film entstanden ist. Das eine war eben diese Auseinandersetzung mit der Stadt Berlin. Und dieser wahnsinnigen Geschichte, die auch die deutsche Geschichte ist letztendlich. Und das andere ist eben, eine gewisse Emotion auszudrücken oder in die Tiefe zu gehen, eine gewisse psychologische Reise darzustellen. Und der dritte Ansatzpunkt ist eben dieses visuell Verspielte irgendwie, diese Visualität ins Kino wieder zu bringen und da irgendwie locker und leicht und frisch ranzugehen. Please stay. Also es war von Anfang an klar, dass Marlene Lohse die Hauptrolle kriegt, weil wir das Projekt auch wirklich so zusammen entwickelt haben. Wir hatten diverse Kurzfilme zusammen gemacht und haben auch angefangen, ganz am Anfang das Drehbuch zusammen zu schreiben. Zusammen mit Volker Renken noch und später kam dann Stefanie Renn und die Drehbuchautorin, die aus diesem Wust aus Ideen dann die Geschichte erst gezimmert hat. Na, der Erik und ich, also Erik Schmidt, der Regisseur und ich, wir haben schon lange zusammengearbeitet. 2012 haben wir den ersten Film zusammen gedreht und da gab es quasi schon wie eine Trilogie über Berlin und es war vorbereitend für diesen langen Film und ich habe am Drehbuch mitgeschrieben, also ich war von Anfang an mit dabei. Und die ganze Vorbereitung hat dann 4,5 Jahre gedauert. Also wir sind auch, haben Touren gemacht, sind in den Untergrund gegangen und haben Berlin ganz genau erforscht. Also die anderen Protagonisten wurden besetzt, ganz unterschiedlich. Manche sind wirklich lange Wegbegleiter gewesen. Manchmal ging das aber nicht, alle unterzubringen. Es mussten auch neue Rollen her. Das ging dann über ganz klassisches Casting, wo wir verschiedene Schauspieler eingeladen haben, geguckt haben, wer interpretiert die Rolle so, wie ich sie mir vorstelle? Ganz normaler, langwieriger Prozess, immer auch schwierig. Man muss sich immer entscheiden. Manchmal geht es um
findet man jemanden vielleicht sympathischer, manchmal nicht. Und trotzdem muss man mal entscheiden, wer füllt diese Rolle am besten aus. Und es war für mich relativ neu, der Prozess, weil bisher hat alles darauf basiert, dass ich irgendwelche Leute kannte oder einfach gefragt habe. Und hier war es einfach aufwendig. Es war auch recht aufwendig, ein Kind zu finden, das so aussieht wie Marlene Lohse in klein quasi oder in jung, die aber gut schauspielen kann. Und da haben wir auch gesucht und letztendlich mit Gwendolyn Goebbels auch eine ganz tolle Schauspielerin gefunden. Ah, noch mehr. Nein, noch mehr. Also mein visuelles Konzept war irgendwie, ich wollte eben anders Sachen ausdrücken, also auch Emotionen versuchen anders auszudrücken, als man es vielleicht gewohnt ist. Und ich hatte eben schon durch die Kurzfilme so eine große Recherche in analogen Tricks gemacht. Also wie kann man eine Illusion erzeugen, ohne dass man die am Rechner irgendwie erarbeiten muss. Wie kann ich irgendwie durch ganz einfache Mittel wie Perspektive oder Pappe oder Stopptrick irgendwie die Geschichte weitererzählen. So. Das Konzept war also ganz klar, diese Tricks zu nutzen, um die Geschichte weiterzubringen. Nicht als Zusatz oder als irgendwie so kleines Bonbon oder Sahnehäubchen, sondern als essentieller Teil der emotionalen Geschichte. Erik kenne ich schon ziemlich lange. Wir haben mehrere Kurzfilme zusammen gemacht. Und in denen hatten wir schon immer ein visuelles Konzept, was sich jetzt in dem Film nochmal so weiterentwickelt hat dazu. Also das ist so, bildet so eine Basis. Und dann haben wir konkret in der Vorbereitung über längere, also wir sitzen zusammen im gleichen Büro und dann immer mal wieder irgendwie so, ach cool, ich habe hier eine Idee, lass das mal ausprobieren. Und dann haben wir ganz, ganz viel gesammelt, ganz viele Ideen und viel auch schon mal so im kleinen Rahmen ausprobiert. Und dann geguckt, wo man das gut irgendwie in die Geschichte mit einbauen kann oder wo ein Effekt die Emotion der Geschichte gut unterstützt. Ja, das Format 1:1,85, das war von Anfang an klar. CinemaScope funktioniert besonders gut für mich in sehr weiten Landschaften, in Natur besonders gut. Wir haben ja in einer Stadt gedreht, wo CinemaScope meines Erachtens gar nicht so ganz zur Entfaltung kommt. Also wenn man sich auf den Film Noir bezieht zum Beispiel, der auch immer sehr urban ist, der ist zum Beispiel immer 4:3 geblieben. Ich habe sogar einen Kurzfilm gemacht, der vertikal ist, ein Film Noir, der vertikal ist, weil Städte sind eigentlich eher vertikal, die wachsen nach oben. Deshalb war bei uns jetzt nicht der Drang, so breit wie möglich zu werden. Mal Einstein, kann man in der Zeit zurückreisen? Dinge verändern? Schau mal hier. Da gab es eine Uhr, mit der man wirklich in der Zeit zurückreisen konnte. Und wo ist die Uhr jetzt? Da frag doch besser Heinrich Schliemann. Der kennt sich als Archäologe besser aus als ich. Zwei Brüder hatten die Uhr nach meiner Zeit. Sie haben die Uhr in einem Schließfach in einer Bank gefunden, die sie ausgeraubt haben. Keiner hat den Schatz bis heute entdeckt. Man nennt ihn den Schatz der Brüder Sass. Und die Uhr kann wirklich die Zeit zurückdrehen? Ich habe es selbst gesehen, direkt vor meinen Augen. Man muss nur die Zeiger rückwärts drehen. Und die Zeit spult zurück. Naja, wir hatten unsere eigene Art von Storyboards. Wir hatten, ich habe so einen riesigen Sack Lego gekauft. Und wir haben die Sets mit Lego nachgebaut. Und so dann quasi zusammen mit der Szenografin Claudia Steinert und dem Kameramann Johannes Louis die Auflösung quasi besprochen. So. Also es war eine Mischung aus Storyboard und 3D. War aber sehr effektiv, weil wir konnten relativ schnell die Räume eben nachbauen und hatten sofort das Verständnis für den Raum. So. Die A-Kamera, also die Hauptkamera, war eine Alexa Mini. Und wir haben auch so ein Satz Objektive mit Ari, von dem wir die Kamera geliehen haben und die ganze Technik geliehen haben. Habe ich da mit einem Techniker so einen eigenen Satz Objektive umgestellt, speziell für den Film. Die B-Kamera war eine kleinere, das war so eine Sony Alpha 7S. Und dann hatten wir noch so manchmal eine GoPro irgendwo am Ende, sobald der Abspann anfängt, haben wir mit einer 360-Grad-Kamera rumgespielt und so. Mit der Mini waren es 3,2K, ProRes 444 HQ. Mit der Alpha 7S haben wir extern aufgezeichnet auf einem Shogun. In 4K und ja, bei den anderen war es die maximale Auflösung, die möglich war. Es waren aber auch immer irgendwas zwischen 2 und 4K.
Ich habe schon mal eine Führung über den Teufelsberg geschrieben. Es gibt ein paar alte Gänge, die in Vergessenheit geraten sind. Feine Sache. Wenn es uns gelingt, den geheimen Atombunker der Amis zu erreichen, ist es zur Nazi-Uni nur noch ein Kinderspiel. Kurzum, wir werden diesen Schatz finden. Na dann. Und das hier ist der Plan. Das Gelände ist um diese Uhrzeit nur sehr fahrlässig bewacht. Wir dürften kein Problem haben, an das Hauptgebäude ranzukommen. Einziges Hindernis bleibt die massive Tür. Oh, ist das gewechselter Stahl 34er Nut Kaliber 10 oder 28-25? Das ist ein Problem. Null Problemo. Das sprengt man einfach auf. Bist du sicher, kann man das nicht auch schweißen? Schneidbrennen. Sprengen ist immer besser. Guter Punkt. Wenn wir da drin sind, suchen wir in ca. 100 Meter Tiefe den Eingang zu unserem eigentlichen Ziel. Die Nazi-Universität. Es gab natürlich ganz viele Unwegsamkeiten immer wieder, die mit so einem Dreh verbunden sind, wo man quasi extremer auslotet, weil wir sind auch in den Untergrund gegangen und da war es dann manchmal schon sehr besonders, in so einem kleinen Team quasi ganz, ganz tief unter der Erde zu spielen und zu agieren. Wir haben in einem Museumsdorf gedreht, eine Bunkeranlage quasi, und da war es halt schwer zugänglich und das war tatsächlich auch körperlich und psychisch und physisch halt eine große Anstrengung. Die Filmmusik war wirklich nochmal eine ganz große Arbeit für sich. Also der Komponist Johannes Repke hat sich da sehr reingehängt, über lange Zeit, hat schon den Drehbuchprozess mitgemacht, war wirklich von Anfang an dabei und hat sich dann ein sehr ausgeklügeltes System an Themen überlegt. Also er hat verschiedene Emotionen mit Themen belegt. Es gibt ein Vater-Kind-Thema, es gibt aber auch ein Thema Seele der Stadt und so. Und diese Themen wiederholen sich und verändern sich im Laufe des Films. Und die Schwierigkeit war dann wirklich auch, diesen teilweise wirklich epischen Soundtrack auch dann nochmal in der Zeit, die wir hatten, mit dem Budget, das wir hatten, umzusetzen. Weil es hat natürlich teilweise nach Orchester gerufen, wir hatten Chöre, für den Chöre mussten Texte geschrieben werden, die ins Lateinische übersetzt wurden. So. Also, das war wirklich sehr aufwendig. Bisschen aber zu ganz feinen, kleinen Kammerorchestern oder Einzelmusikern ist wirklich alles vertreten und alle versuchen eben an diesem einen Strang zu ziehen, diese Themen, die sich eben über den Film entwickeln. So. Der Soundtrack ist schon online, auf allen gängigen Plattformen kann man sich den anhören, inklusive auch des Covers von Wonderful Life, das Marlene Lohse ja selber eingesungen hat, und auch dem Titelsong, den Marlene Lohse selbst eingesungen hat, The Only Thing I Know. Also da gibt es alles auffindbar. Ich glaube, die größte Herausforderung für mich bei dem Projekt war, einen Weg zu finden, weil der Film hat ganz viele kleine Geschichten und ganz viele kleine Ideen, und irgendwie einen Weg zu finden, wie man das alles in einen Guss zusammenbinden kann. So vom Gesamtlook, so dass es nicht so zerfällt. Naja, ein Projekt in der Größenordnung ist eigentlich fast jeder Prozess sehr, sehr schwierig. Ich glaube, innerlich der schwierigste war für mich die Drehbuchphase, weil ich hatte bis dann zwar viel Erfahrung in Kurzfilmen, aber eben noch keine Erfahrung mit der Dramaturgie eines 90-Minuten gemacht, und das ist einfach grundverschieden. Also man kann sagen, manche Aspekte des Kurzfilme machen sind gleich wie beim Langfilm, das, wie stellt man eine Kamera irgendwo hin, wie löst man eine Szene auf und ähnliche Sachen, die verändern sich ja nicht, auch wenn man mehr macht davon, während sich die Dramaturgie von einem 15-Minüter komplett unterscheidet von einem 90-Minüter. Und dieses System und diese psychologischen Achtsamkeitskurven, die man beachten muss, um ein Publikum
wirklich eine Person näher zu bringen und ein Publikum Emotionen fühlen zu lassen, das ist meines Erachtens fast die höchste Kunst, die es gibt. Ist schwierig und das war für mich tatsächlich die größte Herausforderung. Es gab natürlich noch ganz andere Momente. Der Dreh war auch nicht immer leicht und gerade der Schnitt war eine harte Nuss zu knacken. Wir hatten sehr viel Material, aber mit dem Cutter David Trauschning hatten wir auch jemanden, der sich da ganz reingehängt hat und wir haben 9 Monate geschnitten, was eine relativ lange Zeit ist, um da auch von diesen ersten 3,5 Stunden überhaupt auf 99 Minuten zu kommen. Also es gab wirklich in jedem Prozess eine riesige Herausforderung. Ich hätte da vielleicht jemanden, der uns helfen kann. Na gut, dann worauf warten wir noch? Warte. Warum suchst du den Schatz? Geld natürlich. Warum suchst du ihn denn? Ich interessiere mich halt für alte Dinge. Aha. Okay, wohin gehen wir mit der Karte? Ja, wo sind wir rein? Sie haben doch mal erzählt, dass Sie früher Dokumente geprüft haben, Frau Sandburg. Naja. Schön, dass Sie vorbeikommen. Die meisten Haus kennt man doch gar nicht mehr. Sehr lecker. Aprikose? Nein, Pflaume. Guter Geschmack. Was ist denn jetzt mit der Karte? Ja, schon gut. Früher kamen sie aus der ganzen Stadt zu mir, um Karten prüfen zu lassen. Wollen wir mal sehen, was eurer taugt. Zusammen mit dem Cutter David, wir haben sehr lange ausgesucht und versucht, was rein muss und was rein kann, was rein sollte, was auf keinen Fall rein sollte. Wir haben uns die Zeit genommen und ich bin jetzt auch überzeugt, dass das die perfekte Länge ist. Natürlich gibt es ganz viel, was dem Schnitt zu Opfer gefallen ist, was wehtut. Szenen, die eigentlich schön sind, Szenen, die man mochte. Auch Hintergrundinformationen von diversen Charakteren, die ausgearbeitet wurden, die irgendwie spannend sind, aus meiner Sicht zumindest, aber die einfach in so einem Film dann einfach keinen Platz finden. Und für mich ist es irgendwie auch wichtig, tatsächlich dem Publikum was meine Vision zu übergeben, aber so, dass sie auch irgendwie eine Chance haben, das auch wirklich aufnehmen zu können. So. Und insofern bin ich überzeugt, dass das jetzt die perfekte Länge ist. Das ist quasi der Director's Cut, kann man so sagen. It's a wonderful life. No need to.